Hallo. Schön, dass du wieder bei mir bist. Nimm Platz. Mach's dir bequem. Oh, Ampel ist rot. Sehr gut. Das ist gut, um unser Thema zu introducen. Lass uns doch heute einen Zwischenstopp machen, und zwar beim Thema. Der perfekte Politiker hatten wir das letzte Mal. Machen wir heute ein Anschlussvideo dazu. Tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein in die ganze Materie. So, und zwar, letztes Video ging es darum, der perfekte Politiker aus meiner Sicht ist so, regiert das Land wie die ideale Familie, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, jeder ist wichtig, jede Stimme wird wahrgenommen, der eine leidet, man versucht natürlich das Leid des Einzelnen entgegenzuwirken, dass es allen gut geht. Geht es dir schlecht, geht es mir schlecht, geht es dir gut, geht es mir gut. So, in diesem Sinne wäre es eigentlich ideal, wenn nicht nur eine Familie geführt wird, sondern auch ein Land regiert wird. So, und jetzt steigen wir doch mal ein in die Tiefe. Also quasi der perfekte Politiker Reloaded, Teil 2. Warum ist es denn so, dass es eben nicht so stattfindet? Wie ist es denn, wenn wir wieder das Thema Familie aufgreifen? Und zwar, es ist ja nicht so, darf man sich klar lernen, dass jeder die perfekten Familienumstände hat. Dass alle miteinander reden, tiefsinnige Gespräche. Mein Sohn, wie geht's dir heute? Was fühlst du wirklich in dir? Die Ampel ist grün. Wie fühlst du dabei? Nein, aber du weißt, was ich meine. Was sind deine Ängste? Was geht in dir vor? Wie können wir deine Ängste besiegen? Wie können wir es schaffen? Was können wir gemeinsam tun? So, und dass das bei jedem Familienmitglied gemacht wird, das wäre doch eigentlich eine ideale Familienkonstellation, Zusammensetzung, wie das Ganze gehandhabt wird, oder? So wäre es doch super. Dass wirklich, wenn man das Leid des anderen fühlt, dass alle zusammenhelfen, damit man eben gegen das Leid geht. Weil ihr kennt es doch selbst, wenn man an die Schwester leidet und alle außenrum leiden dann irgendwie mit und denkt, oh Gott, jetzt geht sie wieder so scheiße, jetzt ist sie wieder so schlecht und da ist wieder irgendwas passiert und das. Ihr wisst genau, was ich meine. Oder die Mutter leidet oder der Vater und alle sind so angespannt. Andererseits, wenn man das Gegenteil als im Positiven spinnt und man merkt, dass es dem, zum Beispiel dem Bruder super geht, fühlt man sich einfach gleich voll angenehm so, wenn man mit ihm Zeit verbringt. Oder mit dem Vater, wenn er relaxed, locker erzählt, geht es einem gleich ganz anders. Als wenn er die ganze Zeit nur erzählt, Mann, das ist scheiße. Und alle kotzen mich so an und alle denken, ich bin ein Versager. Und also du fühlst genau, was ich meine. Wenn wir aufeinander alle eingehen, aufeinander zugehen, uns das erzählen und wirklich erzählen, was in uns vorgeht, dann ist das natürlich eine ganz andere Familie, ein Familienzusammenhalt, als wie wenn man sich einen Scheißdreck umeinander kümmert. Warte, ich muss kurz deine Nase gerade biegen, weil ich glaube, wir sind ein bisschen schief. Bist du Schäfer oder was? Schiefer Typ hier. So, ich glaube, so müsste es gehen. Gut, also jetzt habe ich das Ganze hier mal angeschnitten wegen Thema Familie. Eigentlich so wäre es schön, wenn es in der Familie wäre. Aber welche Familie, wo ist denn das so? Haha, genau, und das ist jetzt der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Weil es nämlich in den wenigsten Familien so ist, dass man über alles redet. Und genau dieser Spirit, genau diesen Spirit, nehmen die Politiker natürlich mit in ihren Regierungen, in ihren Abstimmungen, in ihren Entscheidungen etc. Weil sie diesen Spirit, selbst alleine von zu Hause, genau eigentlich gleich übertragen, wie sie dann regieren. Fühlst du, was ich meine? Wenn in der Familie, ups, jetzt habe ich da gleich mein Mikrofon aus der Hand geschlagen, wenn zum Beispiel zu Hause gepredigt wird, Geld ist das Wichtigste. Wie sieht's aus? Sohn, warum hast du noch keine zigtausend Euro verdient? Erzähl's mir. Was hast du gespinnert? Du sollst doch jetzt einfach Geld verdienen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Drauf getutet. Der da vorne wird schon Vogel zeigen. Fühlst du, was ich meine? Wenn dieser Spirit schon die Essenz ist von der Familie, das heißt, der Vater, wenn wir jetzt einfach sagen, der Vater, okay, wir nehmen das Thema, greifen jetzt einfach mal den Vater raus. Wenn der diesen Spirit wirklich lebt, weil der denkt, es ist wirklich so. Geld ist das Wichtigste. Es ist einfach das Wichtigste, Geld zu haben. Brauchst gar nicht so blöd da zu schauen, Schwester, Bruder, Tochter, Frau. Seid ihr alle wahnsinnig?
Das Wichtigste ist, viel, viel Geld zu verdienen. Dann können wir immer nach Monte Carlo fahren und dann können wir ganz viel essen. Auf die reichsten, in die besten Restaurants, in den reichsten Hotels. Rolls Royce, Bentley, Tesla durch die Gegend fahren und dann geht's uns super. Zumindest glaube ich das. Geht's uns dann wirklich super? Oder geht's uns dann super, wenn wir wirklich um uns allen kümmern? Dass der Vater schaut, okay, geht es dem Sohn gut, geht es der Tochter gut, der Frau gut, etc. Und wenn wir wirklich fühlen, also nehmen wir an, ich bin jetzt der Vater und fühle, dass es meinen Kindern allen gut geht, dann geht es mir gut. Und nicht, wenn ich fühle, okay, mein Sohn verdient jetzt 10 Milliarden oder 10.000 Milliarden, 30 Milliarden, ist ja völlig wurscht, wie viel. Zieht zwar eine Fresse, dass es kracht, weil er sich aber unwohl fühlt mit dem Beruf, was er ausübt, geht es mir dann als Vater gut? Natürlich geht es mir nicht gut. Genau das ist doch der Punkt. Ich meine, man kann natürlich auch Kohle verdienen und es kann einem gut gehen. Absolut richtig. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Quintessenz, die Kernaussage, die Säulen, die, alles, das Fundament von dem Ganzen ist das, dass einfach der Kern ist es, zu helfen, zu schauen, dass es allen gut geht. So, das ist der Spirit eigentlich von der Familie. Und wenn das nicht begriffen worden ist, wieder zurück, dass man denkt, wieder der Vater, Geld ist das Wichtigste. Wie soll denn dieser Vater, der mit diesem Spirit Politiker wird oder ist, wie soll denn der sich um das Wohl des Volkes kümmern, wenn er nicht einmal checkt, eine eigene Familie zu führen? Ich glaube, du fühlst genau, was ich meine. So, ich glaube, das Beispiel ist ganz gut. Wie gesagt, im ersten Video, ideal wäre es, das Ganze zu führen, also als Politiker, das Land zu regieren wie eine ideale Familie, wie man sie führen sollte. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich dir das zeigen, dass du in die Tiefe tauchst, was bedeutet es eigentlich? Wie ist es eigentlich, eine ideale Familie? Und diesen Spirit, wenn wir den nicht einmal fühlen, dann wie soll der Politiker das auch noch in seinem Beruf dann weiter hinaustragen, umsetzen? Deutschlandweit, weltweit. Es fängt also wieder in der eigenen Familie an. Und um das Ganze dann natürlich nochmal noch mehr in die Tiefe zu gehen, mache ich nochmal ein drittes Video. Um zu wissen, ich verrate noch nicht zu viel, okay? Also auf jeden Fall, ich mache nochmal eins. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du magst, like das Video und wenn du möchtest, abonniere den Kanal, weil dann können wir über alle möglichen Themen immer und immer wieder quatschen. Gib mir deinen Senf dazu ab. Schreib unten in den Kommentaren deine Meinung dazu, wenn du sagst, es ist aber gar nicht so, Geld ist das Wichtigste im Leben. Du kannst mir aber auch ein positives Feedback geben, wenn du sagst, ah, okay, alles klar, dir hat das Video gefallen. Genau. Also, vielen Dank. Ich schmeiß dich hier raus. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.